Ja, zunächst einmal herzlichen Dank an die vielen Internetfernsehsender, die von uns produzierte Internetfernsehsendungen wieder veröffentlicht haben, neu hochgeladen und zum Beispiel jetzt eben gerade sozusagen, wo ist das? Zum Beispiel hier eine Wiederhochladung mit 138 Aufrufen, 6.970 Abonnenten, 12 Likes und einem Kommentar einer Kerstin. Wirklich ein sehr interessantes Konzept. Endlich mal ein konstruktiver Ansatz und tatsächlich auch gut durchdacht. Ja. Also sowas haben wir ja zum Glück jetzt schon sehr oft und immer nur weiter so, denn alle unsere Sendungen dürfen gerne vervielfältigt werden, denn sozusagen alles bei uns ist ja kostenlos und finanzinteressenslos und wir sind ja die einzige, die Next Scientists for Future sind ja die einzige völlig unabhängige und finanzunabhängige Expertenkommission sozusagen der Welt, dieser Erde sozusagen. Die einzige, wo sie Wahrheit bekommen können. Ja, und dann habe ich mir jetzt angetan, gerade eben eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders mal so eine, ja, eine solche Werbesendung habe ich mir mal angeschaut zum Thema Corona. Werbesendung deswegen, weil ja sozusagen die Mitarbeiter dieses öffentlich-rechtlichen Senders ja circa 20, 30, 40, 50% ihres Gehaltes von der pharmazeutischen Industrie und Medizinindustrie beziehen, über Werbespots und nach dem evolutionsbiologisch stützbaren Motto, wes Brot ich ess, des Lied ich sing, ist das Ganze sozusagen von Anfang an antinaturwissenschaftlich und damit anti-wahrheitsorientiert. Bedrohliche Musik, wie ein Krimi aufgezogen, angstmachende Merkmale von Spielfilmen werden eingesetzt in dieser Dokumentation, ja? Und es wird jetzt, der Fehler ist gleich von Anfang an. Es wird immer nur gezeigt, die Interaktion von Medizinindustrie, also Ärzten, Schwestern und so weiter, und den Patienten, ja, und irgendwelchen Leuten, die entweder freiwillig oder irgendwie durch andere Wege irgendwie den Weg ins Krankenhaus gefunden haben. Und jetzt stellt sich schon naturwissenschaftlich sofort die allererste Frage: Was an der Interaktion zwischen der Medizinindustrie und dem Patienten tötet? Ist es das Coronavirus, ein Grippevirus, eine Krebserkrankung, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, oder ist es die Medizinindustrie selber mit ihren eigenen iatrogenen Tötungsaspekten, die quasi auf medizinischen Irrtümern beruhen, zum Beispiel dem Irrtum, dass das Risiko von Krankenhauskillerkeimen vernachlässigbar sei oder auf dem Irrtum, dass das Risiko von Beatmungen, von künstlichen Komata, Komas, Komata, ja, Koma, im Plural meine ich jedenfalls, irgendwie sozusagen minimal sei. In Wirklichkeit liegen da die Risiken. Also machen wir das nochmal hier deutlich. Also sozusagen dieser Früharzt irrt sich nicht und sagt, ja, also die beste Therapie für euch ist, wenn ich euch auf gesunde, naturbelassene Ernährung setze, Bewegung als Therapie, die schonungslose Therapie nach Dr. Med van Aken fällt mir da spontan ein. Ja, Bewegung auch im Krankenzustand, Schwitzläufe, was auch immer, um das Immunsystem zu aktivieren und zu vitalisieren.
und alle möglichen anderen Dinge, die Immunsysteme stärken können. Eventuell kann man auch vorsichtig nachdenken über eventuell Vitamin D3 oder ähnliche Dinge. Vitamin C wurde manchmal angeführt, um das Immunsystem zu stärken. Natürlich nur in naturbelassener Form. Ja, und dieser Früharzt ist der erste, unter Marktbedingungen und arbeitsteiligen Bedingungen, der sich irrt. Und der also sozusagen sagt, nein, einfach, ihr müsst so viel wie möglich meiner Maßnahmen kaufen und das ist eure einzige Chance, denn alle Kleinstlebewesen, Viren und Bakterien, später genannt, sind absolute Killer und dagegen habt ihr normalerweise ohne uns keine Chance. Ja, und der wird natürlich sehr viel verkaufen. Der will dann noch dazu sagt, ihr könnt weiterhin die denaturierte Nahrung essen, dann werden die Leute also immer ein noch schlechteres Immunsystem bekommen, immer noch anfälliger werden und er kann noch mehr Maßnahmen verkaufen und kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter ernähren. Eine Großfamilie der Medizinprofessoren erwächst daraus, während dieser wahrheitsorientierte Früharzt pleite gehen muss, spätestens nach sein Urenkel muss dann den Laden schließen sozusagen. Ja, und das müssen wir uns also ganz klar sein. Also wir haben es also bei der Medizinindustrie unter Marktbedingungen, unter arbeitsteiligen Bedingungen, ohne planwirtschaftliches Schutzdach, wie eine Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeit und so weiter, die knallhart gemessen werden und danach die Verdienstzuschläge sozusagen zugewiesen werden. Ja, ohne solch eine Lenkung in Richtung wahrheitsorientierte Medizin haben wir es bei der Medizin mit riesigen Mengen an gewinnbringenden Irrtümern, vorteilbringenden und karrierefördernden Irrtümern zu tun. Und diese führen dazu, dass die Medizinindustrie selber ihre eigenen Maßnahmen und deren Gefährlichkeit gegen das Virus in den Krankenhäusern also genauso wenig hinterfragen wie die Politik ihre politischen Lockdown-Maßnahmen und deren Gefährlichkeit und schädliche Wirkung auf die Bevölkerung hinterfragt. Also beide Seiten, sowohl die Politik fragt nicht nach den schädlichen Nebenwirkungen ihrer eigenen Maßnahmen und genauso fragt auch das Krankenhauspersonal niemals nach den schädlichen Nebenwirkungen ihrer eigenen medizinischen Maßnahmen. Ja, da hat uns ja Dr. Köhnlein richtig gelehrt, dass er so sagte, ich war selbst dabei. Wir haben damals gedacht, die Leute wären an HIV, also dem sogenannten AIDS-Virus, gestorben. In Wirklichkeit mussten wir hinterher einräumen, dass sie an dem Medikament Azathioprine wegen dessen besonderer Aggressivität gestorben sind. Ne? Also, für Naturwissenschaftler ist also solch eine Berichterstattung Werbung. Ja, also das ist Werbung für die Medizin- und pharmazeutische Industrie und eines öffentlich-rechtlichen Mediums an sich nicht würdig, aber vollverständlich, wenn man erkennt, dass 20, 30, 40, 50% des Gehaltes dieser Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ja von der Medizin- und pharmazeutischen Industrie stammen. Und wes Brot ich ess, das Lied ich sing. Hier wird das Lied des Brotgebers gesungen. Na? Ja, dass die Medizinindustrie die jede Sache also groß macht, ist zwangsläufig. Ja, die machen ein Primborium, als hätten sie es mit der Pest zu tun oder mit Ebola und so weiter und machen einen natürlich geldbringenden Aufwand mit Schutzkleidung und so weiter und das alles mit dramatischer Musik unterlegt. Ja, also sozusagen die Schlüsselfrage für jeden seriösen Naturwissenschaftler ist, sind eventuell die Medikamente tödlich, ist die Behandlung tödlich oder ist es Corona, das tödlich ist? Das ist doch die wissenschaftlich interessante Frage, ja? Interessant wäre, wenn wirklich Leute Zeugen sagen würden, ja, wir haben im Bekanntenkreis Tote, die also nicht ins Krankenhaus gegangen sind, auch keinen Arzt aufgesucht haben, aber irgendwie sozusagen versucht haben, irgendwie eine Atemwegserkrankung zu Hause durchzustehen und die haben das nicht geschafft, ja, dann wüsste man immerhin, aha, hier kann es dann höchstens sein, dass die Panik,
und die Angst noch eine immunschwächende Wirkung hatte, zusätzlich sozusagen. Aber immerhin kann man jetzt sagen, dass ansonsten kein direkter tödlicher Einfluss, also ein direkter tödlicher Einfluss der Medizin, Industrie und des Krankenhauspersonals auf den Krankheitsverlauf ausgeschlossen werden könnte, sozusagen. Aber bei all dem, was da im Krankenhaus gezeigt wird, kann man als Naturwissenschaftler nicht sagen, was war tödlich? Corona? Die Medikamente? Die Behandlung? Ja, denn hier wird auch ganz deutlich, zum Beispiel als Folge des künstlichen Komas hat der Patient Gesichtswunden. Ja? Also das heißt, dass das künstliche Koma also Schäden angerichtet hat, ist unzweifelhaft, ist sogar von der Medizinindustrie quasi bestätigt. Ja? Aber was ist jetzt wirklich die Folge? Sind die Schäden durch das künstliche Koma und die Beatmung und so weiter? Und was sind die Schäden durch Corona? Das kann man jetzt nicht mehr auseinanderhalten. Ja? Und geschockt haben die Bekannten immer, nach deren eigenen Aussagen, nur die medizinischen Maßnahmen. Eben weil der Patient dann plötzlich einen Schlauch im Hals hatte und so weiter, waren sie geschockt, ja? Also was ist dann, waren sie geschockt vom Coronavirus oder von der Dramatik der medizinischen Behandlungen und Maßnahmen, ja? Also das sind doch die Schlüsselfragen, ja? Ja, und dann wurde wegen dem Fest, das angeblich die Ursache sein oder der Übertragungsort gewesen sein konnte, würden sogar Strafanzeigen gestellt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Also das heißt jeder, der auf das Fest gegangen ist, trägt doch ganz allein die Verantwortung dafür. Und jetzt den Festbetreiber da Strafanzeige zu machen, zeigt eben auch, dass eben die Medizin- und pharmazeutische Industrie einfach keinen Widerspruch duldet gegen ihr Regiment. Ja, so. Und dann noch ein Nachtrag. Wir müssen uns also klar sein, dass wir natürlich Universitätsdozenten, wir haben ja gestern nochmal erklärt, dass natürlich Professoren gemessen werden müssen daran, ob ihre Forschungsergebnisse bei gezielten Bevölkerungsgruppen in der Umgebung sozusagen positive Wirkung bei den Wohlfühlstimmen, den Gesundheitsdaten, den Langlebigkeitsdaten und bei dem Wirtschaftswunderdaten sozusagen auslösen, ob sie bei einer dieser vier Stellen etwas Positives bewirken. Wenn nicht, ist der Professor offensichtlich, der Forscher offensichtlich wertlos für die Gesellschaft und sollte nicht mehr weiter honoriert und belohnt werden. Ja, und genauso auch bei den Dozenten, genauso wie jeder andere Lehrer auch, müssen natürlich Universitätsdozenten gemessen werden, faktorenanalytisch daraufhin untersucht werden, ob sie zu dem Eintrittsgehalt in das Berufsleben, das also die Absolventen bei ihrem Eintritt in das Berufsleben bekommen, ob sie dann faktorenanalytisch analysiert eher Bremser waren in der Karriere der Schüler und der heutigen Berufstätigen sozusagen oder ob sie eher Förderer waren. Das lässt sich zum Glück mit wissenschaftlichen, hochkomplizierten statistischen Mitteln errechnen, sozusagen, auch wenn es für den Laien schwer vorstellbar ist, auch wenn Tausende von Schülern oder Millionen von Schülern Tausende von Lehrern hatten in ihrem Leben und Dozenten, Universitätsdozenten hatten, lässt sich tatsächlich rausrechnen, wer Bremser generell war und wer Förderer war. Ja, das lässt sich rückrechnen. Ne? Und dann kann man dann eine Dozenten- und Lehrerleistungsrangliste erstellen, die transparent für die gesamte Bevölkerung ist und von der auch alle Bonizahlungen abhängig gemacht werden. Ja, Bonuszahlung, Bonizahlung. Ja, dann Fridays for Future, ja. Und Luisa Neubauer und so weiter und die Fridays for Future tun wieder so, als wären sie entsetzt über den
Kohleausstieg 2038, lehnten aber ständig das Angebot für den Kohleausstieg 26 durch die Next Scientists for Future ab. Also das heißt, da ist irgendetwas völlig verrückt und paradox, ja, immer wieder irgendwie wahrscheinlich besteht Fridays for Future nur daraus, Dinge zu fordern, die nicht kommen können. Denn ein Ministerpräsident hat es ganz deutlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es der von Sachsen-Anhalt war oder so ähnlich, auf jeden Fall hat er ganz klar gesagt, ja, sozusagen, wir können natürlich irgendwie, ich denke, dass er das gedacht hat, wir können natürlich jederzeit auf Fridays for Future und Luisa Neubauer hören, aber ist es wirklich mehrheitsfähig, dass wir unseren Lebensstil auf ein Drittel herunterfahren wollen? Dass wir also ein armes Agrarland vielleicht werden wollen? Ist das wirklich Konsens in der Gesellschaft? Ja? Ist das demokratischer Konsens? Und das ist ja die entscheidende Frage, denn ohne das Wirtschaftswunder durch die nächsten Scientists for Future knüppeln würden wir mit, wenn wir dann auf Fridays for Future und Luisa Neubauer hören würden, würden wir Deutschland in der Weltrangliste aller an die 200 Staaten der Erde deutlich herunterknüppeln und Richtung Dritte Weltland runterknüppeln. Ja, und die Frage ist eben, ob man das will. Dann war Richard David Precht wieder Zeitvergeudung, wie immer. Ich habe es durchgeklickt, aber keine vernünftige Äußerung gehört, die irgendetwas Relevantes bedeutet. Deswegen ist er ja auch nicht auf unseren Listen drauf, weil er einfach nur Irrelevantes erzählt aus wissenschaftlicher Sicht. Ihm fehlt halt die gesamte naturwissenschaftliche Grundausbildung. Ja, dann haben wir hier den Professor Truger, sozusagen, der ja von dem Wirtschaftsweisen, mit dem sogenannten Sachverständigenrat, der fünf Wirtschaftsweisen, ja, der eher, ja, gewerkschaftsorientierteste und linkslastigste ist, ja. Und der sozusagen redete über Gewerkschaften und dass mehr Tarifgebundenheit der Gehälter wäre. Also andererseits ist er aber, sagt er auch, ein zu hoher Mindestlohn könnte ruinieren. Ja, es ist natürlich kann auch ein zu hoher Tariflohn ruinieren. Angeblich laut Professor Hans-Werner Sinn, dem berühmtesten Volkswirtschaftler, klassischen Volkswirtschaftler Deutschlands, ist es ja eben auch in Italien so, dass gerade die hohen Tarifabschlüsse im Norden den Rest Italiens ruinieren, weil sie auch für den Süden gelten und das kann dort kein Unternehmer stemmen, sozusagen. Also meine vorläufige Meinung dazu ist, wir müssen all diese zusätzlichen Sozialsysteme völlig abschaffen. Also die Gewerkschaften völlig abschaffen, den Mindestlohn völlig abschaffen. Wir brauchen nur einen starken Sozialstaat, der hilft sozusagen und das auch dann richtig und kompetent. Also wir haben ja schon in vielen Sendungen erklärt, wie eine radikale Reform des Arbeitsamtes dazu führt, dass praktisch niemand mehr arbeitslos bleiben wird, mehr als ein paar Tage sozusagen und dann wird er wieder in Arbeit sein. Und wie gesagt, wir haben ja 20 Reformen insgesamt, um all diese Systeme zu reformieren. Ja, und da ist eben sozusagen ja, eben, wir müssen doch gucken, was mit inkompetenten Mitarbeitern für ein Gewinn zu erzielen ist und das wird sich am Markt zeigen. Und wenn jemand halt nur 1 € die Stunde wert ist, dann kriegt er halt vom Betrieb, vom Unternehmer nur 1 € die Stunde. Und den Rest, was er zum Überleben braucht, kriegt er dann vom Staat. Ja? Und besser ist doch, dass er arbeitet und 1 € pro Stunde verdient, als dass er 0 € verdient und im Sofa mit Alkohol und Zigaretten versackt und völlig zugrunde und vor die Hunde geht. Ne? Das ist ja auch die Meinung von Professor Hans-Werner Sinn. Ja? Und natürlich, solange ein Mindestlohn nicht die Schmerzgrenzen überschneidet, ist er noch harmlos. Aber Professor Troger sagt selbst, also schon ein Mindestlohn von 20 € wäre ruinös, ja, also sozusagen, und würde natürlich Massenarbeitslosigkeit erzeugen, ja.
Ja, dann, ja, und das muss man sich nochmal klar sein. Bei Thilo Jung mindestens 60.000 Zuschauer hören also gerne einen Professor Truger von den Wirtschaftsweisen, letztendlich wie nur Fragen gestellt werden. Und die hören am liebsten das Fehlen von Lösungen. Aber die Lösungen bei den Next Scientists for Future, die hören sie nicht gerne. Na, denn also es scheint so zu sein, als ob man eigentlich alles so weiterlaufen lassen wolle. Und dann hört man gerne Leute, die irgendwie darüber nachdenken, ob es vielleicht Lösungen geben könnte. Aber die ganz klaren Lösungskonzepte der Next Scientists for Future scheinen dann nicht so interessant zu sein. Na, lieber jemand, der nur so ein bisschen so drumrum redet um den heißen Brei, ne? Und eigentlich nur sagt, ich habe keine Lösung. Ja? Denn eigentlich kann man das Ganze, den ganzen Talk mit sozusagen Thilo Jung von Jung und Naiv zusammenfassen mit, ja, ich habe viele Fragezeichen, aber keine Lösung. Ne? Und das ist eben das Dilemma des Ganzen. Ne? Aber immerhin, positives Lob, Professor Truger ahnt das richtig, dass Markt und Arbeitsteilung nicht per se und an sich positive Resultate bringen. Und da ist er schon sozusagen Professor Sinn wieder überlegen und Dr. Markus Krall weit überlegen und so weiter. Also wir wollen auch die positiven Seiten sehen, ne? Ja, und dann war natürlich wieder eine Gemeinwohlökonomie-Sendung. Ich habe schon wieder die neueste, muss ich wieder studieren sozusagen. Ja, und dieses Gemeinwohlprodukt ja, Stichwort ist ja bei Bhutan. In Bhutan heißt es ja das Bruttonationalglück. Und hier in Deutschland heißt es das Bruttoinlandsprodukt, wo es nur Finanzzahlen wohl beinhaltet, BIP, das BIP. Und bei der Gemeinwohlökonomie heißt es Gemeinwohlprodukt. Aber eben leider wird es mit einer unwackeligen Gemeinwohlbilanz, mit wackeligen Schätzwerten erstellt und so weiter. Und eben nicht mit präzisen Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und konkreten Wirtschaftswunderdaten. Diese vier zusammen würden quasi die Leistungsfähigkeit der Reformen der Next Scientists for Future knallhart messen, mit ganz knallharten Daten. Und da hat man dann klare Kriterien und dann hat man eine echte Gemeinwohlökonomie, ne? Eine funktionieren könnende Gemeinwohlökonomie. Ja, dann wieder zum Schluss unsere berühmt-berüchtigte Liste. Ja, also hier wieder durchlesen. All diese Irrtumskonzepte, IFO-Institut, die Wirtschaftsweisen. Wie gesagt, Professor Truger ist noch jemand, mit dem man da wahrscheinlich am ehesten reden könnte. Aber auch der, wir haben ihm natürlich eine E-Mail geschickt, aber auch der drückt sich natürlich mit einer Auseinandersetzung, die sein ganzes Fach hinterfragen könnte und als ein pseudowissenschaftliches, antinaturwissenschaftliches, kreationistisches Fach entlarven könnte, nämlich dass sich weigert, die Evolutionsbiologie als Analyseinstrument für Volkswirtschaften, Gesellschaften, Wirtschaftssysteme und so weiter anzuwenden. Ja? Christian Felber genauso und ja. Und wie gesagt, und alles, was wir hier nicht erwähnen, wie Richard David Brecht, das erwähnen wir deswegen nicht, weil da nur Irrtümer, also so viele Irrtümer sind, dass es nicht mehr der Rede wert ist. Hier sind noch die Namen, die immerhin der Erwähnung wert sind. Ne? Und ja, Fridays for Future erwähnen wir natürlich nur in erster Linie, weil sie eben Zugang zu den Großmedien haben, im Gegensatz zu den Next Scientists for Future, und weil deswegen wir ihnen ein Kooperationsangebot machen. Wir müssen uns ganz klar sagen, wenn irgendeine andere Instanz die Next Scientists for Future dauerhaft in den Großmedien verankert, dann würden wir natürlich auf keinen Fall mehr für einen Kohlestopp 2026 zur Verfügung stehen. Das ist nur ein Sonderangebot an Fridays for Future, ja.
Und an Greta Thunberg, aber das würden wir natürlich auf keinen Fall machen, denn sozusagen das Klimaproblem muss wie alle anderen Luftschadstoffprobleme und Meeresschadstoffprobleme durch eine weltweite Lösung gelöst werden. Und jeder Staat, der den Vorreiter macht, schwächt sich natürlich. Und dann würde wahrscheinlich die Gesellschaft mehrheitlich darauf bestehen, dass das Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro jährlich durch die 20 Reformen der nächsten Scientists for Future eher der gesamten Volkswirtschaft zugutekommen soll und eben nicht einer Vorreiterrolle beim Klima. Das wäre also nur etwas, was nur bei einem Deal mit Fridays for Future denkbar wäre. Aber die wollen ja nicht, ne? Die wollen ja nur jammern über den verspäteten Kohleausstieg und nichts dafür tun, dass sie den Kohlestopp 2026 kriegen, ne? Dafür sind sie nicht bereit, auch nur einen Finger zu rühren, ne? Ja, dann also hier nochmal alles lesen, liebe Leute. Das sind eben alles diese Leute. Wie gesagt, bei Nachdenkseiten haben wir noch kein abschließendes Urteil, wie viel verschwörungstheoretischer Anteil da drin ist. Und wie gesagt, ja, also besonders müssen wir vor der Irrationalität des ESO-Spiro-Psycho-Nahrungsergänzungs- und angeblichen Gesundheitsgeschäfts im Internet sozusagen warnen. Ja, da mag, sozusagen. Ja, also, so viel für die wissenschaftliche Tagesschau heute. Nochmal abschließend unser Tagesbild. Und tschüssi, bis bald. Ja.